Herzlich willkommen beim Social Media Magnet Podcast. Mein Name ist Nick und heute wieder in einem coolen Interview zusammen mit dem lieben Maxim Mankiewicz. Er selber ist unter anderem bekannt durch die riesige Weiterbildungsplattform Gedankentanken. Er selber hat damals angefangen, nach dem Studium als Consultant zu arbeiten, ist mehrsprachig aufgewachsen, hat dadurch irgendwann auch für sich das Interesse entwickelt zum Thema, warum sind Genies, ja, wie schafft man es, sein Potenzial zu entfalten, wie schafft man es, sein Traumleben zu leben, glücklich zu sein, und ja, gibt mittlerweile auch freie, offene Seminare, die jeder besuchen kann innerhalb Deutschlands, die gut befüllt sind, ist Speaking-Headliner auf vielen großen, coolen Veranstaltungen, und dementsprechend freue ich mich, dass du da bist, Maxim, und dich Bock hast, mit mir auszutauschen rund ums Thema Business, Persönlichkeitsentwicklung und Social-Media-Marketing. Super cool. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ja, das Intro kurz für euch ist, der Maxim hat mich gestern angeschrieben auf Facebook und da war ich selber ein bisschen überrascht. Er hat geschrieben, hallo Nick, wie geht's dir, alles cool? Und habe ich geschrieben, ja, hey, freue mich, dass du mir schreibst. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, gemerkt, da sind ein paar Parallelen. Und so wie es sich gehört und hier auch ein ganz wichtiger Tipp, immer gleich nachfragen, wie kann man sich unterstützen, wie kann man sich helfen? Dann haben wir gesagt, hey, lass doch mal ein Interview aufnehmen. Beziehungsweise lass doch mal ein bisschen austauschen im Podcast. Aber jetzt ein bisschen zu dir, Maxim. Bei mir im Podcast, damit du Bescheid weißt, geht es hauptsächlich ums Thema Social Media Marketing. Das war so für mich ein wichtiger Punkt, dieses Thema spitzer zu positionieren, beziehungsweise ausschließlich das ein bisschen zu beleuchten, weil in den meisten Podcasts geht es halt wirklich so ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe gedacht, okay, jetzt nochmal dieselbe Story in dem dritten, vierten Podcast zu hören, macht vielleicht nicht so viel Sinn, beziehungsweise haben die Zuhörer nicht so viel Lust drauf. Deshalb habe ich mir ein paar coole Fragen überlegt, was das Thema ein bisschen Marketing angeht. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, wie du das Ganze aufsetzt. Ja, super. Also bist du selber ein Marketing-Freund? Also sagst du so, hey, du machst das aktiv oder läuft das eher so proaktiv bei dir? Zu Beginn selber sehr, sehr viel. Später ist dann mein Team dazu gekommen. Grüße an dieser Stelle an wundervolle Menschen, die diese Ideen, die ich irgendwann mal gehabt habe, jetzt weiter spinnen, weiterentwickeln. Aber es ist ein riesengroßer Schritt, weil ich glaube, im Business, wenn du da vorankommen möchtest, dann gibt es immer nur zwei Konstanten. Die eine ist die Qualität und heutzutage erwartest du Qualität. Wenn du zum Bäcker gehst, das Brötchen schmeckt nicht, da gehst du nicht mehr hin. Ja. Und die zweite Konstante, und die vergessen die meisten, das ist die Außenkommunikation, das ist Marketing. Das ist Qualität plus Marketing. Die meisten legen den Fokus auf die Qualität und wundern sich, dass die Kunden wegbleiben. Und jetzt, um auf meine Trainingsszene vielleicht einzugehen, da gibt es auch Leute, die haben zwei Bücher gelesen. Also Qualität relativ klein, aber die vermarkten sich unglaublich gut. Und das ist genau der Clou, der Trick ist, deine Qualität, die ist wichtig, die ist das Fundament. Nur ohne Marketing hast du keine Chance. Es gibt ja so eine schöne Analogie. Wenn ein Mann in einem Zug sitzt mit einer wunderschönen Frau und er findet sie super cool und sehr attraktiv, und dann würde der Zug in einen Tunnel reinfahren, wo kurzfristig kein Licht ist. Und in dem Moment, wenn da kein Licht zu sehen ist im Zug, entscheidet er sich, ihr zu winken. Ja. Und dann fährt der Zug wieder aus dem Tunnel raus und sie hat es nie gesehen. Und er sitzt dann da mit langen Mähen und denkt sich, okay, blöd, die will mich nicht. Ja. Und genauso ist es mit dem Marketing. Wer heute nicht auf sich aufmerksam macht, in welcher Form auch immer, man muss nicht unbedingt schreien und laut sein und irgendwelche Menschen beleidigen, sondern es geht auch anders. Und das ist... Vielleicht gebe ich dir einfach den Ball zurück und du schmeißt mir das an. Ich finde die Analogie super cool. Also generell einfach so der Einstieg bei dir. Ich würde trotzdem ganz gerne bei dir auch so ein bisschen am Anfang ansetzen, wo du so die Entscheidung getroffen hast für dich, so okay, du startest jetzt, machst dich selbstständig nach dem Studium. Ja? Wie hast du da angefangen, deine ersten Aufträge zu kriegen? Ja? Welche Marketingmaßnahmen hast du da genommen und so weiter? Wie hast du da gedacht? Weil das ist ja, das Coole ist, die meisten Leute, die sich meinen Podcast anhören oder generell sich jetzt auch das Video nachher angucken werden, sind Einzelkämpfer. Ja, sind Leute, die haben nicht viel Geld, um ein Team einzustellen. Die haben keinen D-Rock wie Gary Vee, der ihn jeden Tag filmt und so weiter. Und das ist immer so spannend, das immer mal rauszufiltern, wie jeder Einzelne, der jetzt ein Team hat, das das Marketing für einen macht, einen filmt, fotografiert und so weiter, wie die es am Anfang auch als Einzelkämpfer geschafft haben, das alles zu managen.
Sehr, sehr schöne Frage. Also ich glaube, ich hatte gar keine Wahl. Ich habe Diplomwirtschaft studiert, Diplomkaufmann gemacht. Dann hatte ich zwei Jobs im Consulting, war da unglaublich unglücklich. Und habe jetzt gesagt, wie kriegst du es besser hin? Und die Antwort war, du musst dich verselbstständigen, weil dann kannst du deinen eigenen Weg zu gehen, volle Kanne entschlossen gehen. Und als ich allerdings mich verselbstständigt hatte, da hatte ich genau diese Problematik, wie du sagst, viele junge Menschen wollen umsetzen, wissen aber nicht wie. Und für mich sah das dann so aus, dass ich einfach zunächst einmal von den Menschen, die selber sehr große Social-Media-Kanäle haben, gelernt habe, mir kostenfrei ihnen angeboten habe, für die zu arbeiten. Habe geschrieben, sehr geehrter Herr XYZ, Ihre Vorteile durch die Zusammenarbeit sind und habe da 10, 20 Punkte runtergerattert. Kostenlose Arbeitskraft, ich kann das, ich kann Ihnen das, ich kann Ihnen das. Wenn Sie Lust und Zeit hätten, würde ich sehr gerne für Sie arbeiten. Und dann hatte ich auch meine ersten Mentoren, wenn du so möchtest, erste Menschen, die das genutzt haben und von denen ich auch extrem viel lernen durfte. Und dann habe ich irgendwann dann Juli 2014 angefangen mit der Plattform Die Köpfe der Genies bei Facebook. Und zu Beginn war das eigentlich nur der Gedanke, mein eigenes Unterbewusstsein mit guten Ideen, Gedanken von den größten Denkern, Genies aller Zeiten zu füttern. Und dann waren da nach 3 Wochen 1000 Fans, wo ich dachte so, wow. Normalerweise hätte ich gedacht, dass dann nach einem Jahr vielleicht mal 1000 sind, dann würde ich ausflippen. Und jetzt geht es auf die 300.000 zu, wo ich mir denke, zum einen Fleiß, zum anderen allerdings die richtigen Werkzeuge. Weil wenn wir jetzt Persönlichkeitsentwicklung und Business nehmen, dann gibt es da zwei Säulen. Säule Nummer eins, das heißt Einstellung, Mindset. Das heißt, du musst wirklich bereit sein, hinauszuziehen und mehr zu tun, als die meisten da draußen tun. Ich sage immer, die Trägheit der Masse ist die Erfolgsgrundlage für den Tüchtigen. Und aufgrund dessen, weil die meisten träge sind, hast du als einer der wenigen, die etwas tun, praktisch keine Konkurrenz. Das hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du heute etwas ein bisschen mehr tust als die anderen, du hebst dich sofort von der Masse ab, weil die meisten gar nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, diesen Weg zu gehen. Die wollen zwar, aber die tun es nicht. Und ich sage immer, erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse, nicht erfolgreiche Menschen haben Wünsche, Träume ein Leben lang. Erfolgreiche Menschen haben Erinnerungen, nicht erfolgreiche haben ihr Leben lang nur Träume und Wünsche. Und die Frage ist, ja, zu welcher Art Mensch möchte der Zuhörer dazugehören? Das heißt, Säule Nummer eins, Einstellung, Mindset. Säule Nummer zwei, allerdings, das sind Skills, das sind Fähigkeiten. Also das Wie konkret du das umsetzt. Es reicht nicht, ich will, ich will, ich will. Und dann probieren sie es zwei, dreimal, fliegen auf die Fresse, funktioniert nicht und dann sind viele gefrustet. Ist ja statistisch belegt. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann hören bereits 50 von 100 sofort auf. Ja. Das heißt, es bleibt die Hälfte. Beim zweiten Fehler haben von den 100, ursprünglich von den 100, sind 80 schon weg. Und beim dritten Fehler, 96, sind bereits weg, bleiben genau 4. Und da überlegst du dir so, okay, eigentlich hast du nicht 100 Mitstreiter, sondern vielleicht nur 4. Und dann guckst du allerdings, wie machst du es besser und schneller? Und deswegen bin ich auch ein großer Freund von Weiterbildung. Guck da, wo Menschen die Ergebnisse bereits geleistet haben. Und als ich dort gelernt habe, habe geschaut, wie machen die das, auf welche Art und Weise. Habe dann selber später Social Media Marketing Seminare sogar gegeben zu Anfang meiner Karriere. Habe einige sehr, sehr bekannte Trainer und Speaker bei mir in Seminaren gehabt, deren Namen ich nicht mal nennen darf, so groß sind die, die bei mir auch gelernt haben, wie ich das geschafft habe, als ein Typ, der zweimal gefeuert worden ist, der damals Hartz IV anmelden musste, sich in die Selbstständigkeit ja, freizuschaufeln. Und genau diese beiden Dinge gilt es zu verbinden. Stark, stark, finde ich geil. Das heißt, ich würde da gerne weiter reingehen in das Thema. Du hast dann die Seite gestartet, die Köpfe der Genies. Und inwiefern konntest du als Marke Maxim Mankiewicz oder dein Business davon profitieren? Oder wie bist du da dann in dem Sinne in deine ersten Kunden gekommen oder Gigs oder Okay. ähnliches? Okay, sehr, sehr gute Frage. Also Punkt Nummer eins, ich habe die Köpfe der Genies, die Seite gestartet, weil ich damals gucken wollte, kann ich das wirklich wie bei den anderen Großen? Und dann ist die Marke relativ schnell hochgeschossen und dann, glaube ich, 6, 7 Monate später habe ich dann Maxim Mankiewicz auch ins Leben gerufen. Und die ist jetzt, geht so, glaube ich, auf die 50.000 Menschen zu, plus minus. Ja. Das heißt, die beiden zusammen sind so um die 320 plus YouTube und Instagram noch ein bisschen dazu. Allerdings zu Beginn hatte ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht diesen Anspruch, dass ich sofort damit Geld verdienen muss, sondern ich habe damals Trainings öffentlich gehalten.
Ich hatte auch damals nicht diesen Selbstbewusstsein zu sagen, so jetzt mache ich ein öffentliches Seminar und da kommt jemand und dann habe ich mir einen anderen Menschen dazu geholt damals, den ich auch kannte, der auch eine relativ große Social-Media-Community haben und dann haben wir beide das betreut oder beide das Event beworben, Erfolgsmaster, was heute hunderte von Teilnehmern in Deutschland, Österreich, Schweiz hat und dann sind damals 42 Menschen gekommen, weiß ich noch wie heute und davon waren, glaube ich, 40 von mir, wo ich dann hinterher gemerkt habe, Maxim, du unterschätzt dich. Was ich allerdings vorher gemacht habe, ist sehr, sehr viel Content frei rausgehauen ohne Ende. Und damit du Content hast, ist es wichtig, zumindest in meinen Job Skills sich zu entwickeln. Und das bedeutet, ich habe jetzt über 3200 Bücher gelesen in meinem Leben, über 700 Seminare mittlerweile besucht, weil ich bei Gedankentanken dann nach meinen zwei gescheiterten Consulting-Jobs gelandet bin, habe mich da auch genauso beworben. Stefan Friedrich, mein Chef damals, sagte, ich weiß noch, Vorstellungsgespräch, hi, ich habe nur 40 Minuten. Am Ende haben wir da 3,5 Stunden geredet, diskutiert und dann hat er mir einen Job direkt angeboten. Im Anschluss hat er gemerkt, körpersprachlich schlauer Mann, dass es mir nicht ganz zugesagt hat. Also die Events von Gedankentanken, die heute jeder kennt, normalerweise wäre ich derjenige, der die ganzen Events organisiert und dann hat er gemerkt, okay, Maxim ist dann nicht so Feuer und Flamme und dann hat er extra für mich eine Woche später einen Job kreiert, erschaffen, der es nicht mal gab, Studienleiter. Und dann habe ich dann wahrscheinlich heute die bekannteste Trainerausbildung, Expertenausbildung in ganz Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die ganzen Top-Speaker selber hinkommen und ihre Erkenntnisse erzählen, habe die geleitet und jetzt ist sie im dritten, vierten Jahr. Im ersten Jahr, weiß ich noch, waren 30 Seminartage. Davon habe ich 16, 17, 18, hat mir Stefan Friedrich blind vertraut, hat gesagt, Maxim, du bildest jetzt Leute aus, weil er gemerkt hat, der Typ, der lernt wie blöd. Und ich habe mir diesen, durch den Fleiß habe ich mir den Erfolg erarbeitet. Ich habe nicht irgendwie nur Marketing gemacht, sondern Qualität plus Marketing. Das heißt Qualität, ich wusste, wenn du Trainer, Speaker, Coach sein möchtest, dann musst du helfen. Es reicht nicht zu sagen, ich bin der Geilste, hier ist der Button, Buch, sondern in Vorleistung gehen. Das ist, was ein Unternehmer macht. Der buddelt erst die Erde raus und dann setzt er das Samenkörnchen. Er fängt nicht an, sofort den Apfel zu reißen und reinzubeißen, sondern er fängt an zu dienen. Verdienen kommt vom Dienen. Und weil ich durch meine Kindheit, ich glaube, uns beide verbindet das Ausland, oder Nick? Ja. Genau, du weißt auch wahrscheinlich, wie es drüben zugehen kann, hast es mit Sicherheit auch schon erlebt, hatte ich auch immer diese Demut, weil ich wusste durch meine Kindheit, dass es ganz, ganz, obwohl ich Hartz IV bekommen habe nach dem Job, wo ich gefeuert worden bin, wusste ich trotzdem, dass es immer noch besser als das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, in diesem Rattenloch, wo ich da gesessen habe, bis zum 12. Lebensjahr. Und dadurch, wenn du in der Kindheit so ein bisschen zu kämpfen hast, dann glaube ich, dann entwickelt auch ein Kind schon so einen inneren Antrieb, ja. Hunger, sich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden zu geben. Das ist das, was ich auch bei dir gesehen habe und zu dir geschrieben habe. Kenne dich bestimmt schon seit, also gefühlt 2 Jahre und dachte mir, dann glaube ich, hast du gestern irgendein Foto, irgendwas geliked, dann dachte ich, komm, jetzt schreibst du den an, weil du ein cooler Typ bist. Also ich mag deine Videos, ich merke, wie du rüberkommst, bist authentisch, echt. Und dann kam dieser Impuls. Genau, jetzt reden wir. Finde ich cool, Mensch, wie sich die Dinge so ergeben. Aber ich find's echt geil, wie du einfach alles in einen super Kontext bringst, wo du halt sagst, also eben dieses Beispiel mit der Qualität und das Marketing muss halt stimmen, aber was halt alles im Hintergrund noch passiert, was halt dazu führt. Finde ich geil. Jetzt habe ich mir natürlich deine Seiten mal angeguckt generell und ich habe einfach für mich, ich habe so eine Rubrik Profilanalyse und da analysiere ich Profile halt von bekannten Leuten, ob es Tai Lopez ist, ob es ein Gary Vee ist oder sowas. Mhm. Und da schaue ich immer, okay, was ist so deren Branding, was haben die für Gewohnheiten, die sie machen, die sie zu dem machen, was sie machen. Und bei dir ist mir aufgefallen, vor allem eben so, wie ich es gesagt habe, wie erwartet, Anzug, weißes Hemd, Krawatte. Und das ist ja ein Markenzeichen von dir, würde ich fast schon behaupten. Mhm. Was hast du dir dabei gedacht? Also was hast du dir dabei gedacht, dass du tatsächlich sogar, wenn du zu Hause sitzt, Anzug und Krawatte anziehst, um vor Zoom jetzt im Interview so auszusehen, wie du aussiehst? Mhm. Sehr, sehr coole Frage. Zum einen, ich mache es extra, also ich sitze auch nicht privat zu Hause mit einem Schlips da, weil ich allerdings, ich hatte ja auch, wir hatten ja einen Termin ausgemacht, erst in, glaube ich, 1-2 Wochen. Ja. Und dann ist heute der um 14 Uhr frei geworden und dann hast du spontan gesagt, cool, passt dir auch gut. Und dann haben wir es zusammengeschlossen. Das heißt, wenn, dann versuche ich es. Ich bin sehr produktiv. Also ich mag es nicht, Lebenszeit zu verschwenden. Dann packe ich immer so einen Blog. Und zum Beispiel kann ich ja sagen, ich habe jetzt schon ein Interview geführt. Das ist jetzt das zweite und danach im Anschluss habe ich noch eins. Und dann habe ich 3. Das heißt, der Schlips, der verschwindet dann und dann bin ich im Arbeitsmodus zu Hause.
weil ich Homeoffice habe meistens. Was ich allerdings, wieso das dazu geführt hat, Punkt Nummer eins, Kennen kommt vom Wiedererkennen. Und ich hatte in Marketing einen sehr, sehr guten Professor, der hat bei Amazon Bestsellerbücher, Professor Dr. Esch. Und der Mann war wirklich sehr, sehr smart und hat erzählt, er ist im Vorstand beim Rewe-Konzert, bei BMW war er im Vorstand, also in einigen großen DAX-Konzernen ist er mit dabei und erinnerte und erzählte uns in der Marketing-Vorlesung von einem Rewe-Marke, die haben so einen Apfelsaft gehabt und die Rewe-Farbe ist weiß und rot, kennt ja jeder. Ja. Und dann hatte er und ein anderer Marketing-Typ im Vorstand so eine Art Konflikt gehabt, weil der andere Mensch wollte den Rewe Biosaft Rewe in grün machen und der Professor Esch sagte, nee, wir machen es lieber in rot, sonst erkennst du die Leute nicht wieder. Der andere hat sich durchgesetzt, sie haben es grün genommen, was passiert? Bio-Apfelsaft kommt raus und irgendwie die Absätze brechen um 30% ein, weil die Menschen es einfach nicht erkannt haben. Und dann sagte er, im Grunde genommen IE fürs Leben. Und zum Beispiel das Logo von Köpfe de Genies, was ich dann auch bei Maxim Mankiewicz verwende, jeder kennt diesen Zahnräder und ja. dieses Gehirn, das habe ich irgendwann im Juli 2014, habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden, habe diesen Rahmen drumherum gemacht und ich hatte schon Teams oder Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die jetzt was anderes tun oder auch die jetzt dabei sind, die immer wieder mal erzählt haben, komm, wir machen einmal Komplettcard, ein neues Logo, alles und dann sage ich, Freunde, ich lasse mich auf alles ein, die Trends mitgehen, aber Logo ist Logo, Brand ist Brand. Und irgendwann, wo ich angefangen habe mit dieser Geschichte hier vorne, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen und zum anderen, weil ich dachte, das ist wiederum spannend, weil die jungen, kreativen, coolen Leute wie du, die sagen so, hey, bin doch nicht bescheuert, mit einem Schlips zu sitzen, dann dachte ich mir gerade, das ist wiederum, wo du aus der Masse herausstichst, mit einem farbigen Schlips und dann mit dem Anzug und zum anderen, weil ich es in der Kindheit mir immer gewünscht habe und es mir nie leisten konnte. Das ist so eine Synergie gewesen. Ich sage nicht, dass das immer so bleibt. Allerdings zu Beginn arbeitest du für deinen Namen und später arbeitet dein Name für dich. Das ist, wenn wir jetzt einen Hollywood-Star nehmen, einen Brad Pitt, einen George Clooney zu Beginn, ne, oder Jim Carrey, der immer durch seine Grimassen polarisieren musste und heute ist ihm das egal, ob er lustig ist oder nicht, sondern die Leute kennen ihn, jetzt kann er anziehen, was er will. Und mit Sicherheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang mit einem Schlips da stehen werde. Nur dieser innere Cut, der ist noch nicht gekommen, dieser Switch. Aber ich überlege immer wieder mal. Okay, cool. Sehr, sehr, sehr cool zu sehen, wie das so ist. Also ich merke auf jeden Fall, du selber, du bist brutal flexibel. Also wie siehst du so das Thema Flexibilität? Ist das, weil ich habe gerade so dieses Thema, einige Leute kommen auf mich zu, die mich ein bisschen länger kennen oder auch erst seit kurzem und die sagen so, Nick, du bist extrem sprunghaft. Ja, letzte Woche erzählst du mir noch, das ist dein Ziel, diese Woche sagst du mir, das ist eigentlich dein Ziel und so weiter. Und wie siehst du so dieses Thema, wie wichtig ist, vor allem im Business, generell im Leben auch dieses Thema Flexibilität? Und wann wird das beispielsweise zur Sprunghaftigkeit, wo es dann halt eher unfokussiert ist? Also, wenn du den Kontext verstehst. Super, super gut. Ich bin ein großer Freund davon, von großen Meistern, von großen Lehrern zu lernen und jetzt zwei zu zitieren und darauf einzugehen. Max Planck, der mal gesagt hat, also der große, den wir heute die Max-Planck-Institute, und der hat damals gesagt, jedes Mal, wenn es in den Naturwissenschaften eine neue Theorie rauskommt und eine neue Theorie gibt, dann verbreitet sich diese nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren Generation. Und die meisten Menschen sind so sehr danach bestrebt, das Alte festzuhalten, obwohl sie jetzt möglicherweise neue Lösungen, die besser funktionieren, haben. Ich meine, wir haben heute auch, früher hatten wir DVD, CD, Blu-ray und jetzt gucken alle Netflix zu Hause. Und wenn der eine immer noch kommt und sagt, ich habe aber immer noch ein paar Videokassetten im Keller, komm, nimm doch mal eine. Du bist raus aus der Zeit. Kodak hat verpennt. Kodak, damals Weltunternehmen, heute Durchschnitt. Nokia, Weltkonzern, heute SIT. Und das Verrückte ist, Nokia hat sogar das Patent erfunden für Smartphone. Und dann haben sie es damals an Steve Jobs verkauft, kostengünstig, weil sie noch damals diese alte Technologie aufrechterhalten wollten. Und das ist so wie mit Google. Wenn wir jetzt so eine kleine Zeitreise machen, ich weiß jetzt nicht, Nick, wie jung bist du? 20, 97. 20, ja, super cool. Ich erinnere mich, so in der Schule noch, da war ich 20, so ungefähr in deinem Alter, kurz vom Studium, da hatten wir Informatikvorlesung und da gab es heute, wenn ich dich jetzt frage, Suchmaschine, erster Begriff,
Was sagst du? Google. Klar. Damals, als ich 20 war, das war vor 12 Jahren, da war Google einer von vielen. Ist so. Da war Google, da war Lycos, da war Yahoo, da war Firebird, Bing. Da gab es 4, 5 Suchmaschinen, die haben sich den Marktanteil geteilt. Aber weil Google zu Beginn ein bisschen mehr gemacht hat, sind die heute extrem abgegangen und die anderen sind alle eingeschrumpft. Und Google hat heute 90% Marktanteil, weil sie diesen Trend der Zeit erkannt haben. Und deswegen, Nokia gibt es nicht mehr, sie haben den Trend verpennt. Heute sagen alle, hast du ein iPhone oder hast du ein Samsung oder ähnliches. Heute sagt keiner, hast du Polaroid, sondern die sagen, die fotografieren mit dem Smartphone. Und das heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und deswegen auch das Zitat von Charles Darwin, der damals die Evolution untersucht hat, die ganzen Spezies, die ganzen Tiere, und dann durch seine Erkenntnisse jahrelange Studien darauf kam, dass er sagte, es ist nicht die intelligenteste und auch nicht die stärkste Spezies, die überlebt, sondern diejenige, die am meisten zur Anpassung fähig ist. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir es jetzt auf menschliche Ebene übertragen, beispielsweise fängt schon an körpersprachlich, du gibst jemand die Hand und dann sagen viele, gib mal einen schönen kräftigen Händedruck, damit du schön selbstbewusst wirkst und nicht wie eine Memme. Was auch totaler Blödsinn ist, weil wenn du jetzt eine zerbrechliche Frau vor dir hast, die mit noch Ringe dazu hast und dann willst du ihr deine Dominanz zeigen, dass du kraftvoll und stark bist, das drückt sie eher weg von dir, machst allerdings die Strategie von Darwin, von Max Planck, du passt dich entsprechend an, das heißt, du passt deinen Händedruck an dem Menschen, der vor dir gerade steht, seine Persönlichkeit, weil es geht nicht darum, seinen eigenen Willen den anderen aufzuzwingen, sondern mit dem Universum zu gehen, mit dem Universum zu schwingen, sage ich immer. Und die großen Meister, Stichwort Flexibilität, Stichwort Sprunghaftigkeit, ein Da Vinci, der war wumm. Es war ein Mann, das größte Genie aller Zeiten, der nie etwas zu Ende gestellt hat. Der ist heute als Künstler, als Maler bekannt. Dabei hat er nur 2 Dutzend Bilder vielleicht weltweit. Also es gibt keine 20, 30 Bilder von ihm. Und die meisten davon hat er nicht mal zu Ende gemalt, weil er sich so sehr gelangweilt hat, das zu Ende zu pinseln. Der hat meistens vorgepinselt mit einem Bleistift und dann hat er 30, 40, 50, 60% des Bildes fertiggestellt. Dann ist er zu seinen Schülern hingegangen, sagt er, hier ist grün, hier ist rot, hier ist orange, so mixt er das Ganze zusammen. Jetzt pinsel mal zu Ende, jetzt mach fertig. Weil er sich selbst derart gelangweilt hat darin, das zu Ende zu machen. Und das heißt, man könnte sagen, Sprunghaftigkeit ist jemand, der nicht konstant sein Ding durchzieht. Aus meiner Sicht, und so sehe ich mich auch sehr, sehr häufig, ich habe jetzt 42 Seminarthemen in meinem Leben gehalten. 42. Es gibt Leute, die sagen, ich bin Verkaufstrainer, die machen Leben lang Verkaufen. Ich habe 42 crazy shit, von Spiritualität bis Verkauf, von Marketing bis zu Gehirnpotenzial. Ich mache alles, weil ich gesagt habe, Da Vinci hat ja auch nicht verzichtet und sagt, das ist Geografie, das ist Mathe, das ist Physik. Ich habe alle Dinge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vereint, Gesundheit. Jetzt halte ich ein Seminar Beziehungsglück, ganzen Tag Thema Beziehung, Partnerschaft, weil ich merke, ich möchte mich nicht selber langweilen. Und die Menschen gehen mit, wenn du das Vertrauen hast, die kommen und sie lernen auch. Also das ist auch mein Brand, die Content-Dichte ist sehr hoch. Ich mag es nicht, die Lebenszeit von Menschen zu verschwenden. Und wer zu mir kommt, dann sage ich immer, entweder du hast einen vollen Block oder du kriegst die Kohle wieder. Also ich mag es nicht, wenn Menschen mit rausgehen und sagen, okay, war ganz nett. Das ist nicht mein Anspruch. Und das heißt Qualität plus Marketing. Und wenn du der Typ bist, wo du sagst, hey, da gibt es neue Impulse, du gehst darauf ein, du lernst diese Dinge, dann unbedingt mitnehmen und sich nicht beschränken und sagen, ich bin aber nur das und jetzt bleibe ich das die nächsten 10, 20 Jahre. Weil dann fängst du an, deine Persönlichkeit zu verändern, dir eine Maske von außen aufzwingen zu lassen. Ist das verständlich? Ja, ja. Im Sinne von, jemand sagt zu dir, du bist aber das, dafür musst du jetzt stehen. Ich meine, ich bin jetzt auch Experte für Erfolgswissen, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber zum Erfolg gehört Gesundheit, zum Erfolg gehört Beziehung, zum Erfolg gehört Geld verdienen und deinen Job zu lieben. Und zum Erfolg gehört für mich auch Einstellung, Spiritualität, Bewusstsein, ja, dass alles verbunden ist. Es ist nicht irgendwie ein Bereich, es sind 4 Bereiche. Genau. Das ist, nee, du hast gerade einige Fragen, die ich selber stellen gestellt hätte, hast du es schon beantwortet, so an sich, weil ich finde das find's ganz cool, dieses Thema wirklich, dass ich es, also ich habe irgendwie dasselbe Syndrom, ja, ob wir jetzt ADHS haben oder weiß ich was, so dass wir halt echt, also ich langweile mich so schnell an Sachen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe auf meinem MacBook habe ich teilweise 30, 40 Tabs offen, weil das voll am Eskalieren ist jedes Mal, aber irgendwie entsteht dann aus so gefühlt einer in Anführungszeichen unproduktiven Zeit, wo du die ganze Zeit nur hin und her springst,
auf einmal so ein Masterpiece nachher, ja, der wie so bei so einem Compound-Effekt auf einmal so in kurzer Zeit dann auf einmal so ein riesiges Ergebnis rauswirft. Ja, definitiv. Ich spreche da auch immer von Cocktail-Prinzip. Nehmen wir ein paar Genies. Ich meine, ich rede auf der Bühne über Michelangelo, Einstein, Da Vinci und Beethoven, wie die getickt haben, warum die so genial sind. Guck mal, viele kennen Mozart und heute sagen wir, okay, Mozart, einer der von ganz vielen Typen, die klassische Musik halt, ne, Bach, Mozart, Beethoven. Was die meisten allerdings nicht wissen, dass damals Mozart vor 300 Jahren, also es gab die klassische Musik und dann kam der Mozart und der ist herausgeragt, weil er komplett was anderes gemacht hat als all die anderen. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass er vorher bis zum Alter von 10, 12, der hat alles rauf und runter gespielt, was es vorher an klassischer Musik vor seiner Zeit gab. Alle Stücke rauf und runter. Und daraus, durch das Bündeln, was du gerade sagst, durch die 20, 30 Registerkarten, kommt dann dieses vernetzte Wissen und Cocktailprinzip. Das ist so, wie wenn einer in die Bar geht und sagt, ich kenne jetzt das Cocktail, das schmeckt gut und hier der schmeckt auch ganz nett. Wie wäre das, wenn ich die beiden vermische? Und dann sagt er zum Barkeeper, könntest du die beiden mixen, plus minus. Und dann entsteht wieder eine neue Inspiration, neue kreative Idee. Und so hat Mozart gearbeitet. Er hat Dinge kombiniert, vernetzt und dann gab es ganz neue klassische Musik, die es vor seiner Zeit nicht gab. Also die Zeitgenossen seiner Zeit, die haben gesagt, wow, was für eine Leichtigkeit, was für eine besondere Musik, die wir heute nicht mehr raushören, weil für uns halt alles ja klassisch langweilig ist. Und die Großen, die haben alle so getickt. Ja. Die haben sich permanent diese Inspiration hier im Außen gesucht und durch dieses vernetzte Denken, Gehirnforschung in zwei Sätzen, wir alle haben circa 100 Milliarden Nervenzellen, Neuronen, aber es geht nicht um die Anzahl als solches, die hat jeder, sondern es geht vor allem um die Vernetzung untereinander. Und das Gehirn besteht aus unterschiedlichen Modulen. Es gibt Modul für Sehen, es gibt Modul für Sexualität, für Frauen, Männer, grün, rot, schwarz, oben, unten, links, rechts, PC, Menschen, alles gibt es, diese ganz, ganz vielen Kästchen, Schablonen. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch diese vielen unterschiedlichen Kästchen miteinander verbindet, Da Vinci-Prinzip, sage ich immer, dann entsteht Genialität, dann entsteht etwas Herausragendes Neues. Und diejenigen, die ihr Leben lang immer nur das eine machen und nicht mal die flankierenden Disziplinen sich angucken, das sind diejenigen auch meistens, die nicht herausragen und aus meiner Sicht dann immer nur in einem Gebiet bleiben. Jetzt macht es langsam richtig Spaß. Jetzt habe ich eine ganz heiße Frage an dich. Glaubst du, du wirst als Genie geboren oder glaubst du, man kann zum Genie werden? Das ist eine Frage, mit der ich immer wieder kämpfe, weil ich so für mich festgestellt habe, auch, ich meine, ich habe jetzt 4 Jahre Business-Erfahrung. Ich habe Vertrieb gemacht, ich habe mit zigtausenden Menschen zusammengearbeitet und ich habe halt für mich festgestellt, dass du, man spricht ja immer von den oberen 3%. Ich bin der Meinung, so nach den oberen 3% kommen davon nochmal die 3% oder nochmal die 1%, wo ich halt festgestellt habe, dass die Leute, die wirklich so total over the top sind, also wirklich so Genies, wo du sagst, also wie zum Teufel funktioniert das, dass, ich weiß nicht, ob sich diese, hast du eine Erklärung dafür, wie das entsteht? Glaubst du, die werden geboren? Glaubst du, das ist so eine Sache, weil man spürt den Unterschied so zwischen jemandem, der ist gut und jemandem, der ist einfach nur herausragend. Und ich glaube, dieses, okay, ich bin gut in etwas und ich kann was und ich spreche mal vor 100 Leuten, das kann man lernen, aber dieses so, hey, ich habe so eine Anziehungskraft, dass ich es schaffe, ein Stadion zu füllen mit 50.000 Leuten und die mich bei jedem Wort, was ich sage, so hart abfeiern. Ja. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Absolut, absolut. Zwei Antworten dazu, sehr, sehr kluge Frage, habe mich auch lange Zeit damit beschäftigt. Es gibt eine rationale und eine spirituelle Antwort. Ich weiß jetzt nicht, ob die Community für spirituelle Antwort bereit ist, aber fangen wir mal mit der rationalen an. David Perkins war ein Harvard-Professor, vielleicht manche einer schon mal gehört, und der hat sich genau mit der gleichen Frage befasst. Wieso sind die einigen, ich meine, jeder, wenn du an deine Schulzeit denkst, da gab es bestimmte Menschen, die sind besonders schlagfertig, die waren besonders humorvoll. Irgendwie, das waren die, die die ganzen Leute unterhalten haben, weil die besonders schnell im Kopf waren. Und dieser David Perkins, der hat herausgefunden, es gibt zwei Sorten von Menschen, diejenigen, bei denen die Gehirnströme von Natur aus sehr, sehr schnell vernetzt sind. Das heißt, wir bestehen ja aus 100 Milliarden Nervenzellen und bei einigen kommunizieren diese Nervenzellen relativ schnell miteinander und so verbinden sich die Module schneller miteinander und so kann einer Witz erzählen, was schlagfertig ist, wo der andere denkt, oh ja, stimmt, da wäre ich irgendwie nie drauf gekommen. Ja.
Das hier allerdings, der erste Part, das ist pure Lotterie. Das kannst du nicht, das ist passiv, das kannst du nicht beeinflussen. Und da gibt es den zweiten Part, und das ist das, was er untersucht hat, Menschen, die von Natur aus trotzdem eher langsam von Stromwellen, von Hirnwellen sind. Zum Beispiel, ich bin ein Langsamdenker. Viele wundern sich und sagen, Vera Birkenbiel war zum Beispiel eine Langsamdenkerin. Heute würden viele sagen, eine der genialsten Frauen, die wir überhaupt hatten in den letzten 20 Jahren. Vera Birkenbiel war Langsamdenker. Und wenn neuronal langsame Hirne bei einem Menschen sind, dann kommt er in eine neue Situation. Und wenn er das nicht kennt, dann ist er voll im Stress zu Beginn, weil er denkt, oh mein Gott, ich kenne das nicht, was ist das jetzt? Er ist total überfordert, während ein neuronal Schnelldenker sagt, ah, okay, das ist das und das und kombiniert die Sachen schnell zusammen, das funktioniert. Die gute Nachricht ist, sowohl die neuronal langsamen als auch die neuronal schnellen haben diesen ersten, die zweiten Step und den können sie aktiv beeinflussen und das ist, was tust du für deine Kiste? Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer? Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch anfängt, die Sachen zu wiederholen, zu trainieren, immer wieder zu machen, dann überholt er mit der Zeit sogar die neuronal lang schnell sind in der Kindheit, die nichts tun. Das heißt, ein neuronal langsamer, der etwas tut, überholt diejenigen, die neuronal schnell sind, allerdings nichts tun. Und das ist auch der Grund, warum, wenn beispielsweise jetzt bei McDonald's ankommst, beim Drive-In oder ähnliches, und dann sagt derjenige, willkommen bei McDonald's, was kann ich für Sie tun? Manchmal so schnell, dass du es nicht mal verstehst. Ist der Mensch jetzt ein Genie? Nein, er hat es einfach nur häufig genug wiederholt. Oder wenn du eine Sekretärin anrufst am Telefon. Hyatt Hotel, Sie sprechen mit blablabla, guten Tag. Die hat es einfach nur 1000 Mal wiederholt. Und genauso ist es mit dem Erfolg. Und die meisten Menschen wollen erfolgreich sein, sind aber nicht bereit, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, den Preis zu zahlen. Ich habe den Preis bezahlt. Andere waren feiern, ich sitze am Schreibtisch. Andere gehen essen, ich sitze am Schreibtisch. Andere sagen, Maxim, hier gibt es irgendwie was Leckeres, da könnten wir irgendwann mal zusammen hin. Ich sage so, Leute, nein. Und die Frage ist, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Weil die meisten sehen immer nur den äußeren Erfolg. Die sagen immer, guck mal, was der hat. Das sind hunderte, tausend Teilnehmer. Die sitzen nett angezogen. Der hat es ja gut, der hat es immer gut gehabt. Die meisten allerdings oder die allerwenigsten stellen die richtige Frage. Und die richtige Frage lautet, worauf hat dieser Mensch alles verzichtet, um dahin zu kommen, wo er heute ist? Und bei mir war es verdammt viel. Ich habe mir nichts gegönnt, jetzt fange ich an, wo ich jetzt Geld verdient habe, wo ich finanziell frei bin, zwinge ich mich jetzt 4 bis 6 Mal im Jahr so Mini-Urlaube zu machen, weil ich erkannt habe, dass es einfach gut ist, einen Meilenstein zu definieren und diesen Meilenstein mit einem Urlaub vorher schon zu verbinden. Also 2, 3 Tage oder eine Woche, dass du sagst, dann fliege ich weg und bis dahin Vollgas produktiv und dann schaltest du 2, 3, 4, 5 Tage ab, am liebsten ins Ausland, wo die 4 Elemente verbunden sind. Sonne, also Feuerenergie, Erde, wo du am Strand läufst, Wasser, wo Wasser in der Nähe ist, plus Luft, meistens am Wasser ist windig. Und dann tankst du auch energetisch durch diese 4 Elemente wortwörtlich wieder auf in einem neuen Umfeld und dann kommst du wieder zurück nach 2, 3, 4, 5 Tagen, bumm, bist sofort wieder on top und kannst wieder weiter performen. So, das ist die rationale, das ist die 10.000-Stunden-Regel oder jeden Tag 12 Stunden arbeiten, beziehungsweise 12,5 Stunden und dann kannst du das schon nach 3,5 Jahren erreichst du die 10.000-Stunden-Regel und bist richtig, richtig gut. Und die 10.000-Stunden-Regel, das ist das, womit die sich befasst haben. Die wollten schauen, haben sich berühmte Musiker, Basketballspieler, Fußballer angeschaut und wollten gucken, warum ist ein Mensch herausragend, Weltklasse und viele andere nicht. Und dann haben sie festgestellt, diejenigen, die beispielsweise Geige gespielt haben, und haben nur 6.000 oder 7.000 Stunden trainiert, die sind dann irgendwie Musiklehrer oder ähnliches geworden an einer Musikschule. Die allerdings, die über 10.000 Stunden bereit waren, das sind diejenigen, die wir heute Weltstars nennen und die Konzerte weltweit veröffentlichen und wo die Menschen hingehen, Massen. Und das heißt Fleiß, was Thomas Edison gesagt hat, Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration, also Schweiß. Und die Frage ist, bist du bereit, den Preis zu zahlen, diesen Weg zu gehen oder nicht? Und die Frage kann sich jeder selber stellen. Das heißt, zum größten Teil Genialität, für mich Fleiß, das ist die rationale Geschichte. Die spirituelle ist, ich glaube daran, dass wir immer wieder auf die Erde kommen. Und es gibt sowas wie die jungen Seelen und die alten Seelen und diejenigen, die noch nicht so häufig, hört sich jetzt doof an, auf der Erde gelebt haben. Also ich glaube an die Reinkarnation, habe mich da auch schon mit außergewöhnlichen Erfahrungen damit intensiv beschäftigt. Die Seelen, die tendenziell eher noch jung sind auf der Erde, die müssen sich erstmal einmal durchschleifen lassen. Das Bewusstsein ist einfach noch nicht da. Und diejenigen, die relativ häufig schon gekommen sind, es bleibt im Unterbewusstsein trotzdem alles gespeichert. Du weißt zwar nicht, was du in den anderen Leben zuvor getan hast,
Allerdings trotzdem weißt du auf unbewusster Ebene, du hast irgendwie einen Zugang zu Musik, du hast irgendwie einen Zugang zu Sportarten, du kannst alles irgendwie, weil das meistens irgendwelche Talente, die du aus dem Vorleben irgendwo mitgenommen hast. Ja. Das sind die beiden Welten. Genau. Krass. Das wäre auf jeden Fall ein Thema, darüber können wir uns mal in einer anderen Folge unterhalten oder vielleicht auch mal privat. Dieses, cool. Ja, habe ich ja gestern schon gesagt. Also das finde ich super spannend. Danke für die Antworten. Finde ich cool. Jetzt habe ich noch eine Frage so zum ein bisschen wieder aufs Marketing bezogen. Und zwar, wie wichtig, beziehungsweise was ist so deine Philosophie zum Thema Innendarstellung und Außendarstellung? Also sagst du, okay, Philosophie ist, sei authentisch, sei online und auf der Bühne genauso, wie du auch privat bist, wie du auch in echt bist? Oder gehörst du zu den Menschen, die es schaffen zu sagen, okay, ich schnipp's einmal und dann bin ich ein ganz anderer auf einmal vor der Kamera, als ich eigentlich so bin? Und wie schafft man es dann auch, wenn das der Fall ist, so die Sachen, die online beispielsweise passieren, eventuell nicht so nah an sich ranzulassen, wenn es unter anderem irgendwie Hate ist oder vielleicht irgendwie zu viel sogar positives Feedback, ja. Und ich denke, du verstehst, was ich meine. Ist angekommen, jawohl. dann machen wir es erstmal nacheinander. Frage Nummer 1 war Innendarstellung, Außendarstellung. 100%ig ja. Also ich habe jetzt vorhin auch ein Interview gehabt, da ging es um Thema Sinnsuche und wie bin ich zu dem Maxim gekommen, der ich heute bin. Und dann hat der Mann gefragt, Maxim, wie schaffst du das? Ich meine, du bist ein junger Kerl, dass da bei dir hunderte von Teilnehmern zu den Seminaren kommen, egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz. In Spanien waren jetzt auch vor ein paar Monaten 320 Leute, geil, bei Seminar auf Mallorca gemacht. Und ich glaube, ich weiß es ja selber nicht, weil ich ja nur meine Innenwelt wahrnehme. Also sei denn, ich würde von außen in der Kamera irgendwo sehen. Aber ich glaube, du kannst etwas vorgeben zu sein oder allerdings, und du lebst das und das spüren die Menschen. Das klingt, das merkst du an der Stimme, das merkst du an der Körpersprache, das merkst du an der Art und Weise, wie ein Mensch darüber redet. Lebt er das oder spricht er darüber? Und aufgrund dessen, weil ich schon sehr viel Leid erfahren habe, bin ja gefeuert worden, Herzensbrüche, meine Kindheit bis zum 12. Lebensjahr im Rattenloch, all diese Dinge, diese Puzzlesteine im Nachhinein betrachtet, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, weiß ich, ohne diese schmerzvolle Erfahrungen hätte ich das Gefühl gar nicht, was ich Menschen transportieren kann, weil kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuvollziehen, was er selbst nicht erlebt hat. Mhm. Und das bedeutet 100%ig ja. Also Menschen, die mich privat kennen, die sagen, hey, du bist ja überhaupt nicht anders als auf der Bühne, weil ich mich auch selber, hört sich jetzt blöd an, aber nicht ernst nehme. Ich begreife, ich bin hier nur auf einer Durchreise, ich bin ein Teil des Universums, ich bin ein kleines Puzzlestückchen des Ganzen und ich kann mich auf mein Ego fokussieren und das ist das, was sehr viele junge Menschen den Fehler machen, wenn sie jung sind und sagen, jetzt muss ich aber Vollgas geben und dann sind sie gezwungen, Geld zu verdienen und wenn du gezwungen, Geld zu verdienen bist, weil du um Überleben kämpfst, dann gehen sehr viele ins Ego und fangen an, über den Kopf, wie soll ich sagen, anderen etwas aufzuschwatzen und sagen, du hast das und das und das und zu verkaufen, weil sie verkaufen müssen, sonst gibt es kein Essen und keiner hat Bock auf Hartz IV. Und deswegen meine Empfehlung ist, Punkt Nummer 1, finde dich erstmal selber, bilde dir Content an, schaffe dir erstmal eine Expertise in einem Gebiet und dann fang an zu dienen, ohne im Gegenzug was zu erwarten. Also schwing dich auf diese dienende Energie ein, weil dann wird sich das Universum kümmern. Als ich früher zu Beginn meiner Karriere gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich irgendwie meine ersten Kunden und alles, da war ich in diesem Mangelbewusstsein. Heute, wo ich nicht mehr darum denke, ich brauche Geld oder ähnliches, ich habe die nächsten 30 Jahre, kann mir nichts mehr passieren, die Frequenz, die Botschaft ist eine ganz, ganz andere. Und selbst wenn ich mit Menschen kommuniziere, ob im Seminar oder jetzt bei Facebook Live oder jetzt im Podcast, dann spüren sie, er muss nicht mehr verkaufen und dieses Mangeln schwingt nicht mit. Und unbewusst spüren die Menschen, okay, da ist wirklich etwas da und da versucht nicht jemand was vorzugeben. Und wenn du bei dir bist, deinen authentischen Weg gehst, dann kannst du von niemandem überholt werden. Also nicht irgendwie, ich versuche jemanden nachzuimitieren, sondern deinen Weg finden und den findest du wieder wie Mozart, indem du vorher alles rauf und runter packst. Das Problem heute ist, wir haben heute so viel mehr Ablenkungsmöglichkeit als im 17. Jahrhundert. Deswegen da auch nicht zu sehr den Fokus zu verlieren. Und Frage Nummer 2, also ja, 100%ig du sein, mit Macken, mit Fehlern, wenn du zu Erfolgsmaster kommst, wir sehen uns hier in Hamburg, Nick,
Ja, da wirst du auch merken, das ist, also mein Team nennt mich hier Kind im Anzug, sagen die, weil ich mir selber total, ich stehe da zwar immer noch im Anzug und viele denken, das ist so eine steife Veranstaltung, Blödsinn, ich erzähle da Dinge, wo Leute, Seminargänger sagen, so krass, wie kann er sowas raushauen? Ich bin mir da, also wie ich mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, so rede ich da beim Seminar mit den Menschen, weil ich merke, wir sind total unbedeutend. Ich bin total unbedeutend. Aber ich kann diesen Planeten ein Stückchen besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Weil wenn du finanziell irgendwann mal frei bist, dann hast du nicht mehr diesen Trieb, ich muss noch weiter und reicher und größer werden, sondern dann stellst du dir die wesentlichen Fragen, warum bin ich wirklich hier? Was ist das Ganze, diese kurzen Lebensabschnitte, die wir hier haben? Und deine zweite Frage war mit den Hatern. Ja, gab es zu Beginn. Ich weiß noch, wie sehr ich Angst hatte, davor mal vor 2 Jahren oder sowas Facebook Live zu gehen und dachte, die nehme ich auseinander. Und da gab es auch welche zu Beginn. Und da bin ich auch auf Konfrontation gestoßen, weil plötzlich hast du hier die ganze Zeit Zitate von Michelangelo, Da Vinci, Einstein und auf einmal kommt da irgendein Typ, der sieht aus wie Anfang 20 und erzählt dir was zum Thema Erfolg. Natürlich gab es einige, die volle Kanne geschossen haben. Und dann habe ich natürlich das erstmal ausgehalten. Diejenigen, die unter der Gürtellinie waren, die habe ich dann entsprechend gekickt, aus der Plattform geschmissen. Weil Menschen, die gefrustet sind, die wollen nur beleidigen. Und die meisten, die kritisieren, sind diejenigen, die meist unbewusst von ihren eigenen Schwächen und Fehlern ablenken wollen. Menschen, die glücklich sind, die kritisieren doch nicht. Menschen, die allerdings selber unglücklich sind in ihrem Leben, die brauchen diesen Frustknopf. Und das bist meistens du als öffentliche Person. Und dann lassen sie es an dir raus. Und mit der Zeit ist es verschwunden und oder weniger geworden. Und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt heute Facebook Live gehe und da ist irgendjemand, der neu dabei ist und denkt, wer ist der Typ? Und würde irgendwas schreiben, so was Komisches, dann fängt die Community an, dich jetzt mich zu verteidigen. Und da sind dann irgendwie 200-300 andere Leute, die dann sagen, so ja, such dir doch was anderes, wir wollen hier zuhören und lass uns in Ruhe, wo ich gar nichts dafür kann, weil du erarbeitest dir Respekt mit der Zeit. Genau. Das ist geil, sowieso cool. Wie viel Zeit hast du noch? Ich bin da. Also der Nächste, der meinte, ich habe ihm 14:45 gesagt, aber ich bin da, alles gut. Okay, sag einfach Bescheid. Okay, sag einfach Bescheid, wenn du los musst. Ich habe mir vorhin von Eckhart Tolle, habe ich mir ein Video angeguckt zum Thema Ego, was super mindblowing war für mich. Weil das war ein Thema, oder Ego ist ein Thema, mit dem ich extrem nicht mehr so sehr zu kämpfen habe, wie noch vor einem Jahr oder vor 2, weil das da bei mir einfach viel zu ungesund war, was das angeht. Ich bin froh, dass ich das irgendwie in den Griff gekriegt habe, auch dank Freundinnen, Freunden, Familie und so weiter, die da sehr nachsichtig mit mir waren. Aber ich fand es gerade wieder super toll, wie du gesagt hast, hey, ich bin eigentlich total unbedeutend, ja, und ich will einfach nur serven. Und das ist so ein Punkt natürlich, wo es super schwierig ist, wenn du vor allem eben diesen Druck hast, dass du weißt, ich muss abschließen, weil sonst kommt nichts auf den Tisch und ich muss abschließen, sonst kann ich die Miete nicht zahlen und so weiter. Hast du, das würde mich jetzt interessieren, hast du es geschafft, so dein Ego und so diese ganzen, sag ich mal, toxic things, dieses Mangeldenken, hast du es erst abgelegt, als du im Überfluss gelebt hast? Oder hast du es geschafft, es davor abzulegen? Und wenn du es nicht geschafft hast, es davor abzulegen, was würdest du Leuten raten? Mhm. Oder was kannst du ihnen für Tipps geben, damit sie es schaffen, das wegzukriegen? Super schöne Frage wieder. Ich glaube, in dem Augenblick, wenn das Bewusstsein erwacht, und das Bewusstsein bedeutet nichts anderes, zu begreifen, dass wir hier unglaublich kurz auf der Erde sind. Wir kommen, wir gehen. Geburt, Tod, dazwischen Spielraum, heißt Leben und da kannst du etwas tun und am Ende wirst du wieder nackig sterben. Guck mal, wir kommen mit leeren Händen und mit leeren Händen verlassen wir diesen Planeten. Und dazwischen bilden wir uns ein, etwas zu besitzen. Mein Haus, mein Boot, meine Yacht. Weißt du, Jim Carrey, der auch ein großer Schüler von Eckhart Tolle ist, ich mag ja den Mann sehr und auch sehr, sehr spirituell ist ohne Ende, der sehr, sehr starkes Bewusstsein ist, der in Hollywood jetzt auch viele dann sagen, hat er den Verstand verloren und alles, weil er sagt, ich bin total unbedeutend. Er sagt, es sind alles Ideen, die wir uns aneignen. Meine Identität, mein Vorname, mein Beruf, ich bin Comedian, ich bin zweifacher Gewinner von Golden Globe. All dieser ganze Schnickschnack, all dieser ganze Blödsinn. Und eines Tages kommt dieser Moment, wo der Mensch diesen Erdball verlässt, die Seele geht wieder.
und du kannst nichts mitnehmen außer den gesammelten Momenten in deinem Kopf. Weil du kannst nichts mitnehmen, nur etwas hinterlassen. Und die einzige Frage, die zählt, ist, was wird dein Erbe sein, wenn du gegangen bist? Und damit meine ich jetzt nicht, wie viel Geld und Autos du hinterlässt, sondern wie werden sich die anderen Menschen an dich erinnern, dass du wirklich existiert, dass du wirklich gelebt hast? Wem hast du geholfen? Welchen Menschen hast du geholfen, ihren Weg zu gehen, über ihr Leid hinauszugehen? Und das ist das, warum ich meine Arbeit so sehr liebe, weil ich vorher auch bei Gedankentanken, wo ich alle Freiheiten bekam, trotzdem gemerkt habe, ich muss da immer noch zu sehr businesslastige Themen halten, von denen ich jetzt von meiner spirituellen Entwicklung her nicht mehr einverstanden war und gemerkt habe, ich bin da immer noch irgendwo gedeckelt. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich komplett frei raus und mache meine öffentliche Veranstaltung, wo ich hundertprozentig meine Wahrheit transportieren kann. Gebündelte Wahrheit durch diese ganzen vielen Erfahrungen, durch dieses ganzes Puzzeln im Außen von vielen Experten, von vielen Erfahrungen. Und was ich den Menschen raten würde, ist bewusst zu werden, du bist ja sehr, sehr kurz und nimm dich selber nicht zu ernst. Es hört sich jetzt doof an, aber nimm dich selber nicht zu ernst. Du lebst in Europa, in westlichem Europa. Was ist das Schlimmste, was dir schon passieren kann? Hartz IV, gut, ich habe es hinter mir. Vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, habe mich da rausgekämpft, war aus meiner heutigen Sicht mit die beste Zeit meines Lebens, weil ich in diesem Schmerz, nicht gesehen worden zu sein, in der Festanstellung vorher, unglücklich gewesen und dann allerdings die Freiheit bekommen habe und der Staat hat mir dann, weiß nicht, ich glaube 200 Euro zum Leben bezahlt und dann habe ich da mir Reis gekauft und Kartoffeln und Nudeln und dann habe ich dafür 100 Euro im Monat Lebensmittel gekauft und alles andere habe ich in gebrauchte Bücher gekauft bei Amazon, 5er Pack und habe mich wie blöd weitergebildet. Heute, 5 Jahre später, gucke ich auf diesen Maxim von damals und denke mir, der hatte Mangel, der hatte Unsicherheit. Ich habe damals überlegt, wie lange brauchst du, um 10.000 Euro zusammenzukriegen, weil dann kannst du für ein Jahr jetzt kündigen und dann könnte dir ein Jahr lang sparen, wenn du sparsam lebst für 800 Euro im Monat, kann dir nichts passieren. Und das war so mein Exit im Kopf, weil dann wusste ich, ich bin jetzt ein Jahr lang, bin ich finanziell frei, zumindest für ein Jahr. Und ich wusste, mit meinem Fleiß, mit meinem ständigen Weiterbilden wird mir schon was einfallen und so kam es auch. Und heute sind das hunderte von Teilnehmern in Seminaren, tausenden von Social Media, die da dabei gucken, bei Facebook Live und Co., wo ich einfach merke, Fleiß plus Demut, das sind meine beiden Prinzipien im Leben, einfach nur fleißig sein und einfach dir bewusst sein, du bist hier auf einer Durchreise, du bist ein kleines Samenkörnchen, aber du bist hier nicht der Superchecker, die super tolle Frau, sondern du darfst dienen, nicht Fokus, wie verdiene ich mehr Geld, sondern wie kann ich anderen Menschen noch mehr Nutzen stiften. Und in dem Augenblick, wenn du dich mehr um deine Kunden kümmerst, als es irgendjemand anderes tut, dann musst du dir um das Finanzielle nie wieder Sorgen machen. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, okay, dann ist mein eigentlicher Job nur dienen. Nicht fragen, wo verdiene ich am meisten, sondern wie folge ich meiner göttlichen Mission am ehesten? Wie kann ich anderen Menschen Nutzen stiften? Und das Universum hat sich so brutal dann gekümmert, wo ich aufgehört habe, mir über das Geld Gedanken zu machen, sondern nur, wie schaffe ich wirklich Nutzen zu stiften? Wie schaffe ich mehr zu liefern, als es andere Trainer tun? Punkt. Cool. Hast du... Ich fand gerade den letzten Satz super, beziehungsweise so diesen letzten Teil super interessant, wo du gesagt hast, okay, wie kann ich mehr Nutzen stiften? Generell immer ein super Mindset, was man haben sollte, wo ich auch gemerkt habe, dass ich da in Überfluss gekommen bin, weil ich immer wieder, also ich merke das selber teilweise, ja, da waren, dass ich, weißt du, es sind lustige Momente einfach, ja, man muss ja nicht als Selbstständiger oder generell, wenn man außen steht, finde ich es eh nicht geil, irgendwie, ich sag mal, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich lüge auch nicht rum. Und ich meine, ich habe kein Problem damit zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe auch Monate, da bin ich im Dispo auf dem Konto. Und das war, ist eine extrem lustige Phase immer gewesen, wo ich so aufs Konto gucke und ich sehe so, okay, du bist jetzt 4-stellig im Dispo und das nächste Geld kommt erst in 4, 5, 6 Wochen durch Auftrag XYZ. Und was machst du jetzt? Und auf einmal fängst du an, dir keine Sorgen zu machen und plötzlich entsteht irgendwas und nach ein paar Tagen hast du auf einmal Dispo wieder ausgeglichen und bist wieder im Plus. Das ist schon so oft passiert, auch in 1000 anderen Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann aufs Universum vertrauen oder worauf auch immer vertrauen, dass auf jeden Fall alles passt und ins Gleichgewicht kommt und laufen wird. Mhm. Was ich jetzt fragen wollte, war, du hast gerade gesagt, wie kann ich mehr Nutzen stiften?
im Vergleich zu anderen Trainern, beziehungsweise Nutzenstiften zu anderen Trainern. Wie siehst du das Thema, sich selber zu vergleichen? Also inwiefern ist das, weil die meisten Menschen, habe ich gemerkt, machen sich kaputt durch dieses Thema, sich vergleichen. Ich habe weniger als du, du hast mehr als ich kann das nicht, du kannst das und so weiter und so fort. Es war ein Punkt, ich glaube, es ist wichtig für die Competition ein bisschen, für den Wettbewerb so minimal zu sagen, okay, man sieht das so spielerisch, aber viele Leute steigern sich so sehr da rein, dass es sie unglücklich macht. Bis zu welchem Punkt ist das gesund und wie kommt man aus diesem Vergleichsmindset raus? Sehr, sehr gute Frage. Punkt Nummer eins, das ist wieder der Verstand, der menschliche Geist, und der ist nie zufrieden, der ist nie glücklich, der ist immer nur am Bewerten, Verurteilen, Etikettieren und die ganze Zeit dir sagen, was gerade jetzt scheiße läuft, was nicht funktioniert. Und wenn das Bewusstsein da ist, du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken, dann hört schon, ich sage ja immer, dieser Winchester, dieser kleine Hamster, die 60.000 Gedanken. Wenn du so eine Art Rollendistanz zu ihm gewinnst, deswegen spreche ich auch mit meinen. Wenn ich merke, ich bin wieder unglücklich, ich fühle mich schlecht, dann frage ich mich, was habe ich zuvor gedacht? Und dann weiß ich, da waren irgendwelche destruktive, negativen Gedanken zuvor. Und dann weiß ich, okay, dann habe ich irgendwelche Gedanken, warum tut der das nicht? Warum ist der besser? Und dann fängst du an, dich zu vergleichen, zu messen und sofort fühlst du dich schlecht. Das ist, wohin du deinen Fokus richtest, das bekommst du. Nur den Fokus, den können wir ja selber richten. Und das heißt, Vergleich würde ich eher als Inspiration im Außen holen. Also ich schaue mir auch andere Trainer an und da ist null Neid, null. Sondern ich gucke mir an und sage, hey, Respekt, macht gute Arbeit. Ich gönne es ihm, ich finde es echt gut, weil er ein wertvoller Mensch ist und den Menschen hilft. Wenn jetzt ein anderer Trainer, wo ich weiß, der macht gute Arbeit. Ich bin aber auch kritisch mit meinen Kollegen. Ich bin der Meinung, die meisten verkaufen sich sehr, sehr gut, aber die wenigsten liefern auch nachhaltig, dass bei den Menschen von innen heraus was entsteht, weil die meisten pushen dich kurzfristig hoch, Energie wird hochgeladen, da rasten die alle aus, tanzen und dann nach ein, zwei Wochen hat der Mensch aber keine Skills bekommen, keine Fähigkeiten und dann ist er energetisch kurz aufgetankt und ist wieder alles weg. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich es anders? Deswegen habe ich auch gesagt, Erfolgs- und Prinzipien, weil ich sage, das reicht nicht nur kurzfristig gepusht zu werden, sondern du brauchst auch Fähigkeiten, Skills, also nicht nur die Einstellung, sondern auch wie kommst du an die Ergebnisse. Und das, wo ich gesagt habe, dann mache ich es anders, indem ich Lern-Content den Menschen anbiete, damit sie viel lernen, die dazu kommen. Das ist Inspiration als Vergleich. Was machen andere Menschen gut in deinem Business, in dem, was du tust? Respekt zollen, möglicherweise auch mit diesen Menschen in Kontakt treten und nicht sagen, der komische Typ, sondern hey, auch demütig sich zeigen und sagen, ich bin echt Respekt, was du da leistest. Und meistens hören diese Menschen das nie, diese Frage. Die meisten sagen, naja, der hat es ja immer gut gehabt. Aber einfach mal die Demo zu haben und hinzugehen und zu sagen, hey, Anerkennung für das, was du tust, dürfte ich dir vielleicht 3-4 Fragen stellen oder dürfte ich dich noch mehr meiner Community vorstellen, damit noch mehr Menschen von dir erfahren. So. Finde ich cool. Sehe ich genauso. Ja. Ich merke das oftmals, also dass man sich einfach, wie gesagt, wieder selber oben im Gehirn anfängt, irgendwas einzureden über irgendeine Person, wo man denkt, hey, keine Ahnung, man hat mal hier und da was gehört und dann denkt sich, ja, der hat eh keinen Bock auf mich und irgendwie finde ich den ja auch blöd und so. Und durch schicksalhafterweise kommt man dann irgendwie doch zusammen und merkt dann, hey, eigentlich sind wir beide voll geil und fanden uns nie scheiße. Und da entstehen voll die coolen Sachen daraus. Deshalb finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Abschließend würde mich interessieren, was hast du für die Zukunft geplant? Was hast du so geplant? Was hast du vor? Und du hast gesagt, du hast viele Themen, ja, die du behandelst, aber hast dich spitz positioniert. Wie willst du dich in Zukunft positionieren beziehungsweise weiterhin aufstellen an sich? So die zwei abschließenden Fragen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool. Vielleicht die zweite Frage zuerst. Ich bin eigentlich gar nicht so spitz, weil ich mir auch lange Zeit den Kopf zerbrochen habe und ich wusste, da gibt es die Gedächtnistrainer, da gibt es die Leute, die Stressmanagement machen, hier gibt es jemand, Thema Motivation, hier ist Körpersprache und ich wusste, ich finde alles spannend. Aktuell bringe ich den Menschen bei, wie sie Beziehungen führen, Gesichter lesen, was du da anhand der Proportionen alles erkennen kannst, also die verschiedensten Sachen ziehe ich mir alles rein und bringe es den Menschen bei. Und deswegen habe ich auch gesagt, irgendwann, die Positionierung ist Erfolgswissen,
weil Erfolg ist keine einheitliche Sache. Was nützt es dir, wenn du ein dickes Bankkonto hast, aber der Körper macht nicht mit und du bist total platt abends nach der Arbeit? Oder was nützt es, wenn du durchtrainierten Körper hast, das Konto stimmt, kommst nach Hause, kannst aber mit niemand diese Freude teilen, weil Schatzlein, Freunde, soziales Umfeld einfach nicht da ist. Deswegen ist auch Erfolg eine ganzheitliche Geschichte. Du brauchst all diese vier Säulen. Und so habe ich mich dann irgendwann positioniert, weil Da Vinci genauso gearbeitet hat. Der hat auf seinen Körper aufgepasst, war Vegetarier. Der war unglaublich beliebt bei den Mitmenschen. Alle haben seine Nähe gesucht, weil er unglaublich charmant war. Kommunikation. Der hat sich beruflich verselbstständigt. Der hat Dinge getan, von denen andere heute noch schwärmen, obwohl 500 Jahre schon her ist. Der hat damals Kriegsmaschinen konstruiert, Fallschirm konstruiert, 500 Jahre noch bevor Menschen fliegen konnten, 400 Jahre zuvor schon. Bevor wir noch in die Luft konnten, hat er sich überlegt, wie kommst du wieder sicher runter? Also der hat sich so weit mit Dingen befasst. Der war Mediziner, der hat sich um die Gesundheit gekümmert, hat Leichen aufgeschnitten, also die verrücktesten Dinge getan. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich jetzt Erfolgswissen, das ist mein Thema. Nicht nur Motivation oder Ähnliches, sondern wirklich Wissen, wie funktioniert Business, wie funktioniert Gesundheit, wie schaffst du eine Beziehung zu führen, die geht. Und genau mit dieser Botschaft gehe ich in die Welt raus und sage den Menschen, du brauchst diese vier Säulen, weil es ist nur eine Frage von Zeit, bis eine Krise kommt. Und wenn ein Mensch immer nur sein Steckenpferd war, immer nur Beruf, hat seinen Körper vernachlässigt, da kommt eine Krise und dann kippt dieser Stuhl um, weil er nicht auf allen vier Beinen solide steht, sondern weil er nur auf ein oder zwei Beinen stand. Und dann kommt die Krise und der Stuhl ist umgekippt und Leute sind Burnout. Seit 2004 hat sich ja die Burnout-Quote ver-18-facht in Deutschland, in der Schweiz. Und das der Hauptgrund dafür ist, weil die meisten Menschen im Außen Dinge tun. Zum einen, die sie nicht selber sind. Sie ziehen sich eine Maske auf, um zu funktionieren. Und zum anderen, weil sie ihr Leben nicht auf ein ganzheitliches Fundament packen. Ich merke ja auch, wenn ich jetzt sehr, sehr im Arbeitsmodus bin, sehr produktiv, sehr viel Anspannung, hier Kunde, da Telefonat, da Gespräch, da Coaching, Speaking, Training, permanent am Reisen, dann zwinge ich mich manchmal dann auch nach Hause zu kommen und einfach mal zwei Tage lang Fresse halten, nichts tun, runterfahren und da lese ich maximal ein paar Bücher und rede auch mit niemandem, gehe auch an keine Telefonate ran, um wieder zu mir zu kommen, runterzukommen. Ganz, ganz wichtig. Und meine Vision oder mein Ziel, woran wir jetzt mit dem Team schon arbeiten, das ist die Köpfe der Genies. Das ist eine Online-Akademie, die jetzt schon am Entstehen ist und da wird das Ganze, was wir in der Schule nie beigebracht bekommen haben, in den nächsten ein, zwei Jahren nacheinander rauskommen. Einer der größten Europas Online-Akademien zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Beruf, Business, Beziehungen, Körpersprache, Psychologie, all diese ganzen Dinge, die fürs Leben wichtig sind, in Form von spannenden Videokursen, Modulen runterzubringen, dass die Menschen mit Leichtigkeit Wissen verständlich konsumieren können und vorankommen und nicht die ganzen theoretischen Sachen, die wir in der Schule lernen. Geil, cool. Was ist so, hast du so ein Endgoal, wo du sagst, okay, das ist ein bestimmtes Datum? Klar, also jetzt alle zwei Monate entstehen jetzt neue Kurse, zum Beispiel Master Coaching, das ist jetzt schon rausgegangen, haben sich wahnsinnig viele angemeldet, hätte ich nicht gedacht, der erste Videokurs, da erzähle ich 30 Tage lang, 15 bis 30 Minuten, kleine Häppchen, allerdings sehr viel Content. Wie schaffst du es, wortwörtlich in den nächsten 30 Tagen mehr zu erreichen als in den vergangenen 6 Monaten? Jeden Tag konkrete Impulse zum Thema Entscheidungen treffen, in die Umsetzung kommen, Ziele erreichen. Wie ernährst du dich gesünder? Wie kommunizierst du besser mit den Menschen? Also mein ganzer Content der letzten 17 Jahre in den Kurs gepackt, sind 9 Stunden Content mit Morgenritual, mit all den Dingen, die ich gebraucht habe, die ich gelernt habe und die ich dann persönlich weitergebe, mit ganzen Tricks und Tipps. Wahnsinn. Die nächsten Kurse kommen. Da Vinci ist jetzt, glaube ich, der nächste Kurs. Wie schaffst du es, 1 bis 3 Bücher pro Tag zu lesen? Also da kommt ganz viel. Geil. Das mit den Büchern lesen sollte ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich bin ein extrem langsamer Leser. Okay. Bin eher auditiv unterwegs immer. Okay. Aber cool. Ich packe auf jeden Fall für alle Leute, die es interessiert, überall, ob es Facebook ist, ob ihr es auf YouTube seht oder im Podcast, die Links zu Maxim rein, zu seiner Facebook-Seite, zu Erfolgsmaster und so weiter. Sichert euch das auf jeden Fall, beziehungsweise guckt euch das an. Sind Geschenke erlaubt, Nick? Ja, natürlich, immer. Okay, also wenn deine Community dann da ist und gibt es ein paar Menschen, die sagen, hey, ist ja spannend, was der Mensch erzählt. Es gibt einen 4-teiligen Videokurs, den ich an deine Community gerne schenken würde. Und der kostet normal 97 Euro und da sind diese 4 Lebensbereiche Einstellung, wie funktioniert Charisma, praktische Tipps dazu, weil in deinem Business, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass die Menschen mit dir können.
Wie funktioniert Thema Gesundheit, Energie? Wie kriegst du Energie in deinen Körper herein? Bewegung, Ernährung, Erholung, konkrete Tipps von mir. Und Thema Geld und Berufung. Das sind 4 Videos, jeweils 10 bis 20 Minuten ungefähr die Länge. Und den kriegt man mit 4 Mails im Anschluss unter maximankiewicz.com/geschenk. 4-teiliger Videokurs. Und danach im Anschluss gibt es noch einmal die Woche 3 Erfolgstipps zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich bin kein Freund von Werbung oder Ähnlichem. Ja, kann ich mir vorstellen. Cool, ich packe es auf jeden Fall rein. Sichert euch das, wenn es euch interessiert. Ich meine, wir haben am Anfang jetzt, um es kurz zusammenzufassen, haben wir einiges zum Thema Marketing jetzt mitbekommen von Maxim. Ich habe mir ein paar Notizen auch gemacht. Also die wichtigste Erkenntnis war so ein bisschen, okay, wenn du super Produkte hast, wenn die Qualität stimmt, aber das Marketing nicht, läuft das Ganze nicht. Und das heißt, du musst auf die Qualität deiner Produkte achten und vor allem ordentlich die Werbetrommel rühren beziehungsweise gutes Marketing machen. Ein Tipp, den Maxim mitgegeben hat, wenn man kein Team hat und nicht weiß, wie man jetzt Content produzieren soll nach der Arbeit noch oder sonst was, soll man die Möglichkeit wahrnehmen, hinzugehen, sich Mentoren zu suchen, anzubieten, for free zu arbeiten für die, um dort zu lernen und natürlich auch nachher, das ist ja ein klarer Faktor von Reziprozität, irgendwann mal auch mal zu sagen, hey, pass mal auf, kannst du mir vielleicht helfen? Und das ist unter anderem eine Sache, die ich auch immer wieder mache. Ich habe einige Leute, die umsonst für mich arbeiten, beziehungsweise ich nenne es nicht für mich arbeiten, es ist eher mit mir arbeiten und wenn die Leute Hilfe brauchen, kriegen die immer alles, was die brauchen, so ob es Kontakte sind oder ob es Wissen ist oder sonst was. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich habe hier eine coole Anekdote beziehungsweise ein cooles Zitat. Ich weiß nicht, ob das von dir ist. Wenn ja, wäre es geil. Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer? Vera Birkenbiel hat das geprägt. Okay, cool. Also fand ich eine ganz coole Analogie, um kurz zu realisieren, was abgeht. Und ansonsten, ja, danke ich dir auf jeden Fall, Maxim, vielmals. Eventuell machen wir ja nochmal ein Interview beziehungsweise quatschen nochmal ein bisschen, weil ich habe mir nochmal ein paar mehr Fragen aufgeschrieben, wo wir gleich wieder anecken können. Aber sonst, du bist free. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke für deine Zeit. In dem Sinne. Dankeschön. Ja.